Mit dem Wort Kontaktsperre ist seit Wochen über ganz Deutschland der Ausnahmezustand verhängt worden. Ein Großteil unserer Grundrechte sind quasi über Nacht auf Eis gelegt. In einer Reihe von Bundesländern gibt es regelrechte Ausgangssperren, in denen der Aufenthalt im Freien nur noch mit einem besonderen Grund erlaubt ist. Die Berichte über Polizeirepressionen und willkürliche Anzeigen und Bußgelder häufen sich. Widerstand gegen diese massiven Eingriffe gibt es quasi nicht. Doch nun sollen auch noch tausende Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr eingesetzt werden. Warum wir darin ein großes Problem sehen, wollen wir in diesem Video aufzeigen. Schon in Preußen und im Deutschen Kaiserreich wurde das Militär immer wieder dazu genutzt, im Inland staatliche Gewalt durchzusetzen. Auch und gerade gegen politische Demonstrationen. Gegen Demokraten helfen nur Soldaten, schrieb 1849 der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Aber auch in der angeblich demokratischen Weimarer Republik rief die SPD, die nach dem Ersten Weltkrieg an die Macht gekommen war, das Militär, um gegen revolutionäre Aufstände der Arbeiterinnen und Arbeiter zu kämpfen. Tausende von ihnen wurden verhaftet oder erschossen, viele davon bei Massenerschießungen. Auf die Weimarer Zeit folgte dann die Machtergreifung des deutschen Faschismus unter Hitler. Damit waren dann alle Schranken für den Einsatz des Militärs im Inland aufgehoben. Im Jahre 1949 wurde dann in Westdeutschland das Grundgesetz verabschiedet. Die Politik verkündete damals, dass man aus der Vergangenheit Lehren gezogen hätte. Das Grundgesetz in seiner damaligen Fassung sah keinen Einsatz der Bundeswehr im Inland vor. Da Deutschland gerade den Krieg verloren hatte, durfte es nicht mal ein eigenes Militär unterhalten. Erst in den 50er Jahren wurde Westdeutschland in Kooperation mit den Westmächten wieder militarisiert und bewaffnet. Den ersten Inlandseinsatz der Bundeswehr gab es in Hamburg 1962. Dort gab es eine Sturmflut und die Bundeswehr wurde eingesetzt, um Menschen aus ihren Häusern zu retten, den Verkehr zu regeln, Menschen vom Plündern abzuhalten und so weiter. Es gab keinerlei Rechtsgrundlage für diesen Einsatz und das war da Helmut Schmidt auch klar. Ich zitiere Schmidt: "Wir haben uns nicht an Gesetz und Vorschriften gehalten. Wir haben möglicherweise die Hamburger Verfassung verletzt. Wir haben sicherlich am Grundgesetz vorbei operiert. Es war ein übergesetzlicher Notstand." Kritik an diesem Verfassungsbruch kam damals größtenteils aus der Zivilgesellschaft. Die Politik sah das eher als eine Gelegenheit und legte damit den Grundstein für weitere Militäreinsätze im Inland. 1968 wurden dann die Notstandsgesetze verabschiedet, die erstmalig einen Einsatz der Bundeswehr in Deutschland erlaubten. Aber was sagt denn das Grundgesetz eigentlich über den Inlandseinsatz der Bundeswehr? Um herauszufinden, was das Grundgesetz sagt, müssen wir uns die Artikel 87a und 35 anschauen. Artikel 87a besagt, dass die Bundeswehr nur im Verteidigungsfall, also wenn Deutschland von einem anderen Land militärisch angegriffen wird, eingesetzt werden darf. In Abschnitt 4 wird dann noch einmal genauer beschrieben, dass unter Umständen das Militär auch eingesetzt werden darf, wenn es keinen direkten Angriff von außen gibt. Ich zitiere mal aus dem Grundgesetz: "Zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes kann die Bundesregierung Streitkräfte zur Unterstützung einsetzen." Durch wen die freiheitliche demokratische Grundordnung am meisten bedroht wird, sieht man an den aktuellen Gesetzesverschärfungen, dazu aber gleich mehr. Im Artikel 35 geht es um die Amts- und Katastrophenhilfe. Dieser Paragraph ist besonders umstritten, weil er von verschiedenen Seiten sehr unterschiedlich ausgelegt wird. Faktisch wurde mit diesen Paragraphen sehr häufig der Einsatz von Soldatinnen und Soldaten im Inland gerechtfertigt. Dabei ging es oft um die Bereitstellung von Unterkünften und Parkplätzen für die Polizei, gemeinsame Nutzung der Trainingseinrichtungen des Militärs oder den Einsatz des Militärs bei Gipfeltreffen wie dem G20-Gipfel. Dort nahmen die Soldatinnen aber keine polizeilichen Aufgaben wahr. Das könnte sich jetzt ändern. Mit der aktuellen Krise weitet der Staat seine Befugnisse sprunghaft aus. Gesetzesverschärfungen, welche vor der Krise von bürgerlichen Parteien immer wieder gefordert wurden, werden nun in Eilverfahren umgesetzt und treffen kaum auf Widerstand. Während in der öffentlichen Debatte vor der Krise Privatsphäre und Datenschutz wichtige Punkte waren und die Freiheitsrechte als hohes Gut angesehen wurden, sind Massenüberwachung und die Weitergabe der Bewegungsdaten durch die Telekommunikationsunternehmen heute wieder auf der Tagesordnung. Der Zeitung Zeit lag ein Vorschlag für eine Gesetzesänderung des Infektionsschutzgesetzes vor.
in dem alle Daten der Infizierten gefordert wurden. Der Gesetzentwurf sah keinen Richtervorbehalt vor, keine Informationspflicht der Betroffenen, keine Löschfristen, keine Dokumentationspflicht über die Zahl und Art der genutzten Daten, also reine Willkür. Glücklicherweise wurde dieses Gesetz erst einmal nicht durchgesetzt. Trotzdem ist jetzt die Zeit, wachsam zu sein und nicht in blinden Gehorsam zu verfallen. Ähnlich verhält es sich mit dem Inlandseinsatz der Bundeswehr. Vor der Krise konnte der Wille der Militaristen nur häppchenweise und mehr oder weniger verdeckt erfüllt werden. Schließlich haben die meisten von uns nicht viel davon mitgekriegt, wenn die Bundeswehr der Polizei ihre Infrastruktur bereitgestellt hat. Doch durch die aktuellen Pläne der Bundesregierung könnte der Anblick von Militär auf deutschen Straßen wieder Alltag werden. Die Bundeswehr bereitet sich aktuell auf den größten Inlandseinsatz ihrer Geschichte vor. Bis Anfang April werden 15.000 Soldatinnen und Soldaten in Einsatzbereitschaft versetzt. Diese sollen dann im Rahmen der Krise verschiedene Aufgaben erfüllen. Dabei beschränken sie sich nicht mehr nur auf logistische Hilfstätigkeiten. Sie sollen auch konkrete polizeiliche Aufgaben übernehmen. Das gab es in Deutschland zum letzten Mal zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Dass in Deutschland also tatsächlich Lehren aus der Geschichte gezogen wurden, darf bezweifelt werden. Wir sind gerade in einer der schwersten Krisen seit Jahrzehnten und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Wichtig ist aber, dass wir trotz der erdrückenden Lage einen kühlen Kopf bewahren. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Grundrechte und demokratischen Freiheiten auf Dauer genommen werden. Bereits bei Verkündung des Grundgesetzes machte der damalige Vorsitzende der Kommunistischen Partei Deutschlands, Max Reimann, klar, dass das Grundgesetz zwar ein bürgerliches Gesetz ist, aber der Staat selbst es ignorieren werde, wenn ihm danach ist. Es wird jedoch der Tag kommen, da wir Kommunisten dieses Grundgesetz gegen die verteidigen, die es angenommen haben. Heute scheint wieder solch ein Tag zu sein. Deshalb lasst uns gerade jetzt protestieren und laut sein und die Situation nicht einfach so hinnehmen. Das war's erstmal mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es, teilt es, schreibt uns eure Kritiken und Anregungen und wir sehen uns beim nächsten Video.